So, da wären wir wieder im Südland. Hier ist der Hafen. Wir haben schön ausgeschlafen und suchen uns gleich mal den nächsten Gegner. Nix drin. Nix dran. Und den Stein. Ich weiß immer noch nicht, wofür die Steine wirklich da sind, aber nur für den Fall nehme ich die mal mit. Also ich weiß, die Dolche konnte man werfen, theoretisch. Und auch verkaufen. Aber die Steine weiß ich gar nicht mehr. Oh, schick, Aloe. Also das ist ein Heilkraut, das ist ein Gegengift und das ist ein Heiltrank. Wenn ich das richtig im Kopf habe. So, wo sind wir? Wir sind schon viel zu weit weg vom Hafen. Ich wollte erstmal die nähere Umgebung sichern. Also da ist der Hafen, links rum. Hier war dieses riesige Biest gewesen. Und noch ein Schwarm, sehr schön. Oh Mist, da fällt mir ein, wir haben gerade noch in dem Nordland, also wo das Schloss war, haben wir vergessen, die Banditen umzubringen. Das ist jetzt nicht gut. Ich hoffe einfach mal, dass die nachher auch noch da sind. Und das ganze Gebiet, weil dahinter war noch so ein kleiner Mini-Dungeon. Oh, na gut. Hufeisen. Was macht ein Hufeisen? Na gut. Nehmen wir jetzt einfach auch mal mit. So, also das Gebiet hier ist jetzt sicher. Das heißt, wir dürften hier eigentlich in Ruhe schlafen können. Das machen wir auch gleich mal. Und zwar immer schön so, dass man in keiner Ecke ist. Dass man immer an eine Seite ausweichen kann, wie es jetzt der Fall ist. Ach ja, das Level-System funktioniert übrigens ähnlich wie bei Dungeon Master, nur dass man es auch wirklich sieht, wie viel man schon gemacht hat. Das heißt, jedes Mal, wenn man zuschlägt, bekommt man Kämpfer-Level, jedes Mal, wenn man zaubert, Magier-Level und Gauner-Level, wenn man mit Armbrüsten und Bogen schießt. So. Hier geht's weiter. Ja. Also wir sollen jetzt hier den Landsitz finden von einem Freund von König Richard. Und wir sollen Timothy finden beim Grauen Adler. Dunk. Und ich kann mal testen, ob wir jetzt hier Gauner-Level bekommen, wenn ich den Dolch werfe. Wusch, wusch, wusch. Steine werfen wir auch noch. Oh, und wir kriegen gerade richtig einen auf den Deckel. Zack. Der hat das überlebt. Ist nicht gut. Sterb doch mal, bitte. Okay, jetzt werden wir wohl doch mal unseres... Ah, gut. Sind wir jetzt rückwärts in die Taverne reingestolpert. Ich wollte gerade die Ressourcen raussuchen. Also die Bienenschwärme und die Heiltränke. So. Schlafen können wir da drin? Eventuell. So, wir suchen Timothy. Are you by chance Timothy of Gladstone? Yes, I am Timothy. And who might you be? I'm Akshel. King Richard has sent me to retrieve the Ruby of Truth from Sir Roland. One of the Dark Army spies has a mask or something. She has become a shape changer and apparently threatens the kingdom. Scotia, she is the most evil woman alive. I heard that she had hired the excavators, but I never dreamed she'd actually find the mask. Well then, Akshel, let's go now. I'll get my things together and meet you outside. If I lose one more customer to rumors about the Dark Army, I'm closing this place. Please, don't bother my customers. My wife won't let me keep those in the house. Was haben wir hier noch? All you can eat for 2 crowns. Ah, wir können aber nicht essen. If I lose one more customer to rumors about the Dark Army, I'm closing this place. Excuse me, I am looking for the exit. I am on an errand for King Richard. Well, you're a brave young patriot, Sonny. Take this magnet stone to guide you on your journeys. Long live King Richard. Das ist übrigens eine Sache, die man recht leicht übersehen kann. Da haben wir jetzt gerade einen Kompass bekommen. Und wenn man den hier nicht durch Zufall bekommt, bekommt man ihn gar nicht. What a huge napkin.
Was für eine riesige Serviette? Das da oben ist eine Serviette? Na gut, raus hier. Da ist der Kompass. I am pleased to join you, sir. All I have is at your disposal. Und da haben wir auch Timothy und die ganzen Orks. Okay, das war jetzt vielleicht eine Überreaktion, aber... Komm, stirb. Ich will weg von diesem riesigen Ding da. Zock. Genau dem riesigen Ding. Okay. Wieder raus und hoffentlich haben wir dann... Ich will nicht immer rein. Ich will eigentlich vor dem Gasthaus stehen bleiben. Genau hier und dann erstmal unsere Tränke benutzen. Und das geht leider nicht. Schade. Okay, also ich drehe mich jetzt wieder raus, trinke den Heiltrank und greife dann das Biest mit den Bienenschwärmen an. So. Das hat nicht wirklich gekratzt. Klaut auch noch die Waffen, das garstige Ding. Und gleich ist Naschkel tot. Garstig, garstig. So. Der Degen hat 16 Stärke, die Keule hat weniger. Das heißt, das Ding wird verkauft. So, aber erstmal sollten wir jetzt schlafen. Alles sicher hier? Es waren ja eine Menge Orks. Aber ja, schaut gut aus. So, weiter schlafen. Und dann müssen wir noch dran denken, die ganzen Dolche wieder aufzusammeln, die er vorhin weggeballert hat. Das war irgendwo hier hinten? Nein. Irgendwo hier hinten? Ja, hier liegen eine Menge Steine und Dolche in einer Reihe. Das wird wohl er gewesen sein. Zack, zack, zack. Und gab das Diebeslevel? Nee, gab es nicht. Also müssen es richtige Fernkampfwaffen sein und keine geworfenen Gegenstände. Schade. Dum, dum, dum. Oh, mehr Orks. Oh, viel mehr Orks. Da müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Ting. Und oh oh. Und er wäre schon mal ohnmächtig. Aber komm, Timothy, das schaffst du auch alleine. Du bist ja ein zäher Bursche im Gegensatz zu ihm hier. Was aber auch daran liegen kann, dass er schon eine Rüstung anhat. Nämlich eine richtige Rüstung und kein so ein Stoffding wie er. Aber gut, wir wollen jetzt erstmal zurück Richtung Gasthaus und da ein bisschen schlafen. Das ist nicht das Gasthaus. Geradeaus rum. Da, da, da. Da müsste hier der Hafen sein. Okay. Schlafen. Ja, der Anfang ist als... Oh. Wir brauchen Heilkraut, um ihn aufzuwecken. Ja, der Anfang ist als Magier ganz schön schwierig. Also klar, man kann ein, zwei Gegner one-hitten, aber wenn das Mana erstmal alle ist und immer noch Gegner da sind, dann hat man echt ein Problem. So, was sagt die Karte? Die Karte sagt, wir können da lang und wir können in dieses komische Haus. Gehen wir doch erstmal in das komische Haus. Hello, come on in, I'm Buck. Here to trade, just show me what you got or what you want. Ah, und er hat ein Schild, Tränke, Bogen, Schuhe und kauft auch was? Nee, will er nicht. Anscheinend will er echt nur verkaufen. Wie teuer sind die Schuhe? Okay. Schild. Okay. Oh, was ist das da? 20 Kronen für einen Heiltrank. Wir haben keine mehr und so im Notfall sich heilen können ist doch schon praktisch. Nehmen wir also auch.
So, raus so hier. Watch out for the orcs. Eine Silbermünze haben wir noch. Oh, war ja. So, wo sind unsere Heiltränke? Da sind schon nicht mehr sortiert. Also hier haben wir die Angriffszauber. Hier haben wir die Heilsachen. Und wo kommst du denn her? Komm, gleich ihm die Rüstung anziehen. Das macht mal eben 5 mehr Schutz aus. Schön, schön. Und wo ist das Schild? Da ist das Schild. Und noch mehr Schutz. Ja, das sieht doch besser aus. Jetzt hat er 19 und er hat 20. So, aber mal ganz kurz das Inventar sortieren. So. Heiltränke. Einmal nach rechts sind Questgegenstände. Nochmal nach rechts sind Waffen. Und hier sind die Angriffsdingens. So. Also ja, noch ist hier recht viel Platz, wie ihr sehen könnt, aber es wird mit der Zeit immer voller. Vor allem, wenn man den ganzen Gerümpel mitnimmt, so wie ich das hier gerade mache. So. So, da geht's lang. Es geht eigentlich überall lang. Dann tasten wir uns doch mal vor. Versuchen, ein, zwei Orks umzubringen. Und dann wieder zurück. Ein bisschen Ork-Blut auf dem Boden. Aber keine Gegner mehr in Sicht. Weil wir auch wieder zurück in dem Gebiet sind, wo wir schon längst waren. Ja, das könnte erklären, warum hier keine Orks sind. So, da aber. Nichts drin. Und da haben wir unsere Orks. Die versuchen wir jetzt mal im Nahkampf zu bekämpfen, damit er hier auch ein Kriegerlevel bekommt. Und dadurch halt dementsprechend auch mehr Lebenspunkte. Und die sind ja eh nicht bewaffnet, das müsste also echt gut machbar sein. Oder auch nicht? Timothy, was ist los? Oh. What happened? Someone has attacked. Das wird dann das Anwesen sein von dem Freund von König Roland. Ah, Zauberkraft hat sich verbessert und wir sollten hier raus. Ja, das war ein kurzer Besuch, aber ich wollte nicht, dass Timothy stirbt, weil dann müssten wir wieder einen Heiltrank benutzen. Und er ist jetzt Magier Stufe 2. Sehr schön. Schlafen. Dann dürften wir gleich ein paar mehr Zauber hintereinander sprechen können, bevor seine Mana alle ist. So, wieder rein. 7, 7, 7. Ich finde die Soundeffekte auch so cool. Auch von den anderen Zaubern später. So, schauen wir mal hier rein. Ein Ork, den können wir niederprügeln. Klick. Heilkräuter, sehr schön. Lampenöl. Das packen wir mal zum Questzeug. Auch wenn wir keine Lampe haben. These scones are firmly attached. I think you mean sconces. Okay. Ja, ziemlich demoliert hier alles. Must be some clumsy orcs. The window's broken. Ja, hier ist so ziemlich alles broken. Klick, klick. Der hat jetzt eine Keule dabei. Droppt er die jetzt auch? Wäre schon schick. Nee, schade. Wenn wir noch ein paar mehr Sachen zum Verkaufen haben. The window's broken. Huh? 7 years bad luck for some poor orc. Ja, der wird seine 7 Jahre wahrscheinlich nicht leben. Den werden wir nämlich vorher umbringen. Du warst das doch bestimmt. So, 7 Jahre schon vorbei. Was haben wir hier? Someone has been burning parchments. Hey, this one is only half burned. Richard, my research indicates imperative that you're oined with the ruby. Combat the Netherium.
Das ist das, was der Kräuterhändler erwähnt hatte. Also der Rubin zusammen mit irgendetwas ist in der Lage, die Maske zu besiegen. Die Maske, die Scotia, die Hexe hat. Das behalten wir mal, vielleicht will das König ja noch haben. Und alle anderen sind leider kaputt. Schade. Ist hier sonst noch irgendwo was? Nee. Hier waren wir auch schon. Dann fehlt noch der Raum. Bist du allein? Ja, du bist allein. Zing. I wonder who that was. Hier ist aber auch nichts. Fehlt nur noch die Tür. Oh, und da ist ein großer Ork. You small, what you? You ignorant cretin, I am Commander Oxen. Scotia begged me to take charge in this region, so here I am. Good. Me tired. I go now. Auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob die Dialogoption freigeschaltet wurde, weil er halt ein Magier ist. Oder ob man das jederzeit kann. Aber wir haben uns halt gerade als der Kommandant aus dieser Region ausgegeben. Und der Ork ist einfach abgezogen. Ob das jetzt so sinnvoll war, ist dahingestellt. Denn wir konnten ihn dadurch nicht besiegen und auch nicht seine Sachen bekommen. This is Roland's hiding place. I hope he is in here. Aber sei es drum. Und hier versteckt er sich wohl. Das da sieht auch ungewöhnlich aus. Roland, what has happened? Timothy, the Dark Army passed through here not an hour ago. They have stolen the Ruby of Truth. We will take you to Gladstone with us. Dawn will heal your wounds. I am beyond healing. You two must recover the Ruby. The war has begun, Akshel. The death of such a patriot must be avenged. Let us hasten back to Gladstone. I vow upon his deathbed to find these orcs and return the ruby to Gladstone. Ja, so viel dazu. Wir haben noch eine Kiste, die wir gleich aufmachen können, aber erstmal machen wir einen kurzen Cut. Und in der nächsten Folge öffnen wir die Kiste und gehen dann zurück nach Gladstone, um den König von diesem Mord hier zu berichten. Und davon, dass der Rubin gestohlen wurde. Also speichern wir ab. LP 02. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis denne.